euch, wie ihr Maschen aufstrickt. Das wird auch französischer Anschlag genannt. Dabei braucht ihr nur einen Anfangsfaden zu lassen, so dass ihr ihn noch vernähen könnt. Macht die Anfangsschlinge. Und jetzt können wir aufstricken. Wie beim Rechtsstricken von links nach rechts durch die Schlinge den Faden holen und dann mit der linken Nadel von unten in die neu entstandene Schlinge. Lasst am besten die rechte Nadel gleich drin, denn dann habt ihr wieder die Ausgangsstellung für die nächste Masche. Faden durchholen und von unten die Schlinge auffassen, etwas anziehen und wieder durchholen von unten in die Schlinge. Und wieder von unten in die Schlinge. Faden durchholen, von unten die Schlinge wieder auffassen. Und schon sind die Maschen aufgestrickt.